Hallo, liebe Freunde des englischen Silverplate. Mein Name ist Christian Bauer und ich möchte mich heute mit einem ganz speziellen Thema der Versilberung beschäftigen, nämlich dem Close Plate. Wir haben in meinen vorherigen Beiträgen bereits erfahren, dass man Silber auf Kupfer aufgetragen hat und dieses Fused Plate hergestellt hat, also eine Versilberung im Old Sheffield Verfahren. Bei der Versilberung des Close Plate handelt es sich um etwas ganz Besonderes, denn man hat versucht, Stahl zu versilbern. Das war sehr schwierig, war aber nötig, weil es Gegenstände gab, wie zum Beispiel Korkenzieher, Nussknacker, Schnäuzscheren oder sonstige Gegenstände, die aus Kupfer einfach zu weich gewesen wären. Die hätten sich bei der Benutzung verformt. Und deshalb hat man versucht, Stahl zu versilbern. Diese Technik nennt sich Close Plate und dazu möchte ich Sie heute einladen. In meinen vorherigen Beiträgen über die Old Sheffield Plate Produktion, also über das Aufschmelzen von Silber auf Kupfer, haben wir erfahren, dass diese Technik sehr schnell sehr erfolgreich wurde. Es ist aber so, dass man auch Gegenstände gebraucht hat, die sehr stark waren. Ich sage jetzt mal Korkenzieher, Nussknacker, Lichtputz oder Schnäuzscheren, also Gegenstände, die aus, wenn man sie aus Kupfer gefertigt hätte, viel zu weich vom Kern heraus gewesen wären. Und deswegen hat man Versuche gestartet, mit Stahl und Stahl zu versilbern. Es war eine sehr aufwendige Technik. Angefangen hat es mit Sporen, die bei Militäruniformen gebraucht wurden. Es ging weiter, dass man diese typischen Schnäuzscheren, also diese Scheren, die man zum Putzen von brennenden Kerzen benutzt hat, damit sie nicht so rußen. Das war sehr, sehr wichtig, denn auch wollte man nicht, dass das Wachs die ganze Zeit über die Kerzenleuchter tropft und danach der große Aufwand mit dem Putzen gewesen wäre. Aber es gibt auch Sachen, wie zum Beispiel diese Sugar Crusher, also das sind kleine stempelartige Objekte. Diese Objekte hat man dazu benutzt, um den Zucker, der eigentlich natürlich noch nicht in Würfelzucker oder gemahlener Form vorlag, sondern eher aussah wie ein Stück Kandiszucker, um diesen Zucker zu verkleinern, hat man diese Sugar Crusher gebraucht und die mussten natürlich aufgrund dieser Arbeit, die sie ausführen mussten, besonders stabil sein und wurden auch aus Stahl gefertigt. Doch wie ist diese Versilberung vonstatten gegangen? Wir müssen uns vorstellen, man hat einen solchen Gegenstand und dieser Gegenstand ist aus Stahl und roh. Er wurde dann fein gesäubert, er wurde geschliffen und dann hat man begonnen, diesen Gegenstand einfach in flüssiges Zinn zu tauchen. Zinn hat einen sehr, sehr niedrigen Schmelzpunkt und hat sich sehr schnell um diesen Gegenstand gelegt. Nach dem Abkühlen wurde dieser Gegenstand genommen, man hat ihn ausgemessen und hat entsprechend der Größe kleine Silberplättchen hergestellt und diese Silberplättchen hat man auf den Gegenstand aufgelegt. Und dann ist man hergegangen mit einem Lötkolben, der ja nicht so heiß wurde. Heute ist es der Lötkolben, früher war es einfach ein schönes, heißes Brüniereisen und begann, dieses Silber in diesen Zinnüberzug hineinzuarbeiten. Das heißt, man hat es so heiß gemacht, dass das Zinn unten als Zwischenschicht zwischen dem Stahl und dem Silber langsam ausgeflossen ist und nur eine hauchdünne Schicht blieb, die im Prinzip als Klebstoff fungierte, um die Silberplättchen auf dem Stahl zu halten. Das war ein sehr, sehr schwieriger Prozess, denn wäre man mit einem zu heißen Eisen dran gegangen, wäre das Silber eigentlich doch ruiniert gewesen, denn es wäre vollständig oxidiert, weil dieses Silberplättchen so dünn war. Hätte man zu wenig Hitze gehabt, wäre das Zinn drunter nicht geschmolzen und es hätte keine gute Verbindung mit dem Stahl gegeben. Das war im Prinzip die ganz einfache erklärte Herstellung dieser Gegenstände aus Close Plate. Woran können wir diese Gegenstände aber heute erkennen?
Das Erkennen dieser Gegenstände fällt uns heute natürlich sehr, sehr leicht, denn sie würden im Prinzip aussehen wie Old Sheffield Plate, haben dieselben Merkmale der Erkennung, die ich bereits auch schon angesprochen habe, aber durch diesen Kern aus Eisen haben wir die Möglichkeit, das Ganze natürlich noch mit einem Magneten zu verifizieren. Und das ist natürlich dann die beste Möglichkeit, wenn wir einen solchen Gegenstand haben. Ich habe hier mal so mehrere kleine Minimagnete in einen Stab gemacht, der ist schon dran, damit man das am besten sieht. Und diese Gegenstände sind alle magnetisch. Bedeutet, wir haben einen Stahlkern und dieser Stahlkern lässt darauf schließen, dass es sich bei der Versilberung um die typische Art des Closed Plate handelt. Das ist genauso, wenn wir zum Beispiel so einen Gegenstand wie einen Bone Holder haben. Beim Bone Holder ist es so, der wurde eben von dem Hausherrn benutzt, um beim Sonntagsbraten die Keule einzuspannen, damit er dann beim Schneiden einen festen Halt der Keule hatte und mit der anderen Hand schön tranchieren konnte. Da musste auch immer unheimlich viel Kraft aufgewendet werden, es musste stabil sein und deswegen sind diese Gegenstände auch immer aus Closed Plate. Das war jetzt mein kleiner Beitrag zu einer ganz, ganz interessanten Geschichte. Wir haben dieses Closed Plate oft bei Messerklingen, die uns heute sehr, sehr schlecht im Zustand vorkommen. Das lag natürlich daran, dass diese Closed Plate Produkte durch diesen Stahlkern, der ja nur leicht mit einer Zinn- und dann mit einer Silberschicht überzogen wurde, der Korrosion ausgesetzt war. Je nachdem, wie die Sachen pfleglich behandelt wurden, haben wir wirklich das Problem, dass wir Rost finden, dass für die meisten Leute diese Gegenstände zum Gebrauch ruiniert sind. Ich persönlich finde sie aber immer noch wirklich erhaltenswert, denn diese Gegenstände wurden nur von 1750 bis ca. 1840 gemacht, ähnlich wie die Old Sheffield Plate Produktion, denn später kam als härteres Material im Electroplate Nickel als Untergrundmaterial zur Verwendung und das war hart genug, um dann auch Gegenstände im Electroplate-Verfahren so zu versilbern, dass sie auch dieser Beanspruchung unterliegen konnten. Wichtig erscheint mir noch der Hinweis, dass die Objekte, die im Closed Plate-Verfahren hergestellt wurden, immer gemarkt werden mussten. Hauptherstellungsstadt dieser Objekte ist immer Sheffield. Sheffield als reine Besteckstadt war also ein Miterfinder dieser Technik und bestand darauf, dass diese Gegenstände den vollen Markennamen des Meisters und ein Zusatzzeichen, oftmals als Sonderzeichen, aufweisen, um ganz klar zu unterscheiden, dass es sich bei diesen Objekten eben nicht um Sterling-Silber handelt, also der alte Kampf, wenn es schon gut gemacht war und der Laie den Unterschied nicht mehr erkennen konnte, dass klar war aufgrund der Marken, dass es sich hier um Closed Plate handelt. Ein Tipp von mir zur Pflege: Vermeiden Sie Wasser und Feuchtigkeit. Wir wissen nun, dass der Kern aus Stahl ist und sehr zur Korrosion neigt, also versuche ich diese Gegenstände möglichst trocken zu reinigen, was natürlich bei manchen Besteckteilen schwierig ist, aber das mache ich einfach nur, indem ich sie ganz kurz mit Wasser spüle und danach sofort versuche, sehr, sehr sorgfältig trocken zu reiben. Bei manchen Objekten wie Klingen nehme ich auch ein kleines bisschen Öl, Olivenöl, reibe es ein, putze es wieder ab, um einfach nochmal vielleicht offene Stellen mit dem Öl zu verschließen, sodass ich bis zur nächsten Benutzung nicht das Problem habe, dass Rost entsteht. Ich hoffe, Ihnen hat mein kurzer Beitrag über eine ganz, ganz spezielle Art der Versilberung gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie mich, schreiben Sie mir einen Kommentar oder besuchen Sie mich in meinem Geschäft im Bayerischen Nationalmuseum. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege alles Gute, Ihr Christian Bauer. Aus Stahl, damit nichts passieren konnte und die Brandgefahr möglichst gebannt war. Vergiss doch die Geschichte. Gut. Ups, zack.
Und je nachdem, wie gut die Schicht aus Zinn und Silber noch vorhanden ist, möchte ich sagen, was möchte ich eigentlich sagen? Nachdem wir nun erfahren haben, dass der Kern dieser Objekte immer Stahl ist und wir nicht wissen, wie gut die Zinn- und die Silberschicht noch ist, würde ich sagen, das Wichtigste ist, wir müssen ist, dass der Stahlkern in der Mitte die Stabilität gibt, ist für uns wichtig bei der Verwendung. Da wir ja jetzt wissen, dass das Innenleben aus Stahl ist und sehr zu korrodieren. Schnitt. So.